Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnen. Wir haben in den letzten Videos ja relativ intensiv über verschiedene diskrete Verteilungen gesprochen. Wir haben im letzten Video zum Beispiel die geometrische Verteilung kennengelernt als die einzige gedächtnislose, diskrete Verteilung. Und ich möchte heute in diesem Video die hypergeometrische Verteilung kennenlernen, die sich gedanklich aus dem Urnenmodell nochmal ergibt. Und die eben halt auch in der Praxis vielfach Anwendung findet und die man daher kennen sollte, wenn man Wahrscheinlichkeitsrechnung betreibt. Bei der Binomialverteilung war im Grunde die Idee, dass ich halt so ein gewisses Experiment mache, das eine gewisse konstante Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Das könnte ich mir also so vorstellen, dass ich halt eine Urne habe, wo ich eine gewisse Anzahl an Kugeln drin habe, die ich halt immer wieder nach dem Ziehen zurücklege. Da verändert sich also die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg nicht. Das war die Grundannahme, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit identisch bleibt zwischen den einzelnen Versuchen. Und bei der hypergeometrischen Verteilung interessiert uns eben, was passiert, wenn ich die Kugeln eben nicht zurücklege. Also ich zum Beispiel in meiner Urne B1 rote Kugeln drin habe und B2 schwarze Kugeln drin habe. Und ich ja jetzt N Kugeln wieder rausziehe, aber die eben nicht zurücklege. Ich das Ganze also ohne Zurücklegen mache. Und die Zufallsvariable X beschreibe jetzt die Anzahl roter Kugeln, also in gewisser Weise wieder die Anzahl der Erfolge, aber eben halt mit sich ständig verändernder Erfolgswahrscheinlichkeit. Je nachdem, ob ich halt eine rote oder schwarze Kugel gezogen habe, verändert sich ja die Wahrscheinlichkeit dafür, noch eine rote und noch eine schwarze Kugel zu ziehen, weil ich die ja nicht zurücklege. Die Massenfunktion kann man sich überlegen, stellt sich so dar, dass ich hier diese drei Binomialkoeffizienten habe. Hier oben, hier links, steht quasi B1 über K, also die Anzahl Möglichkeiten, die ich habe, aus den B1 roten Kugeln K auszuwählen, die ich ja ziehen soll. Und hier steht B2 über N minus K, also die Anzahl Möglichkeiten, die ich habe, aus den verbleibenden und aus den schwarzen B2 Kugeln eben die verbleibenden n-k Kugeln auszuwählen. Und das Produkt gibt mir also genau die Anzahl Möglichkeiten, die ich habe, aus dieser Urne die k roten Kugeln und die n-k schwarzen Kugeln auszuwählen. Und hier unten im Nenner steht b1 plus b2 über n. Das hier oben sind die Anzahl der Kugeln, die insgesamt drin sind. Und hier steht die Anzahl der Versuche, die ich mache. Also das ist die Anzahl Möglichkeiten, die ich überhaupt nur habe, aus diesen B1 plus B2 Kugeln N Kugeln auszuwählen. Und das ist ähnlich wie beim Laplace-Experimenten, wenn wir das da schon gesehen haben, ist das eben die Anzahl günstiger Kombinationen geteilt durch die Anzahl der möglichen Kombinationen. Das gibt mir die Wahrscheinlichkeit dafür, genau K rote Kugeln zu erwischen. Und wie man sich relativ leicht überlegen kann, kann das K jetzt sinnvollerweise alle Werte zwischen 0 und B1 annehmen, weil ich ja mindestens 0 Kugeln rote Kugeln ziehen werde und höchstens B1 rote Kugeln ziehen werde. Mehr sind ja nicht drin und da ich die auch nicht zurücklege, kann ich also höchstens B1 rote Kugeln erwischen. Wir schreiben auch, x ist eben hypergeometrisch verteilt mit den Parametern B1, B2 und n, wenn man das Ganze formal kurz nochmal angeben möchte. Um den Erwartungswert berechnen zu können, müssen wir uns noch eine Eigenschaft des Binomialkoeffizientens klar machen. Und zwar der Binomialkoeffizient n über k war ja nach der Definition gegeben als n-Fakultät durch n-k-Fakultät mal k-Fakultät. Und jetzt kann ich dieses n-Fakultät, kann ich sozusagen ein n rausziehen und das Ganze schreiben als n mal n-1-Fakultät. Also n-1-Fakultät ist ja das Produkt aller natürlicher Zahlen von 1 bis n-1. Und wenn ich das Ganze dann noch mit n multipliziere, dann habe ich wieder n-Fakultät. Mit dem gleichen Argument kann ich auch für das k-Fakultät hier unten das Ganze zerlegen in k-1-Fakultät mal k. Und diesen Term hier, dieses n-k-Fakultät, das habe ich gar nicht angefasst, das habe ich nur ein bisschen komplizierter hingeschrieben. Nämlich habe ich hier geschrieben n-1 minus k-1. Wenn ich diese Klammer hier auflöse, dann steht hier minus k plus 1. Und dann habe ich hier eine minus 1 und eine plus 1, das Ganze fällt weg, also hier steht wieder n-k-Fakultät. Das heißt, diesen Term habe ich im Grunde gar nicht angefasst. Und das, was hier jetzt steht, dieser Bruch, der wiederum ist direkt nach Definition der Binomialkoeffizient n-1 über k-1. Weil ich habe ja wieder n-1 Fakultät durch k-1 Fakultät mal
n minus 1 minus k minus 1. Das Ganze zur Fakultät. Also das heißt, ich kann jeden Binomialkoeffizienten n über k auch schreiben als n durch k mal n minus 1 über k minus 1. Und das werden wir jetzt gleich brauchen, wenn ich den Erwartungswert der hypergeometrischen Verteilung herleiten will. Dann ist nämlich direkt nach der Definition des Erwartungswertes, ist nämlich der Erwartungswert erstmal gegeben als die Summe über k mal die Massenfunktion an der Stelle k und aufsummiert wird hier von k gleich 0 bis b1, also über alle Ausprägungen, die die Zufallsvariable so annehmen kann. Und da kann man sich jetzt mal überlegen, dass ich diesen allerersten Summanden für k gleich 0, den brauche ich gar nicht, weil da ist k ja 0, das Produkt ist also 0, das trägt also gar nichts bei zu dieser Summe. Ich kann also genauso gut die Summe auch bei k gleich 1 beginnen lassen und bis b1 aufsummieren. Und dann habe ich eben k mal die Massenfunktion hier stehen. Und jetzt kann ich mit dieser Eigenschaft, die ich hier oben gerade diskutiert habe, das Ganze auch umformulieren. Und zwar kann ich aus diesem Bruch hier, da mache ich genau diese Umformung. Da hole ich nämlich das b1 geteilt durch k hole ich raus. Und dann steht hier eben b-1 durch k-1. Und dann kürzt sich dieses k hier unten mit diesem k kürzt sich erstmal weg. Dann steht hier also oben nur noch ein b1. Und das kann ich aus der Summe erstmal rausziehen. Das ist dieser Term hier. Den hier, diesen b2 durch n-k, den lasse ich wieder unangetastet. Ich schreibe das wieder unten nur ein bisschen komplizierter. Also ich mache ein gleiches Argument, wie ich das hier oben auch gemacht habe. Ich schreibe nämlich, anstatt n-k, schreibe ich n-1 minus k-1, was ja wieder, wenn ich das Minuszeichen auflöse, minus k plus 1 ist. Dann hebt sich das minus 1 plus 1 wieder weg. Also hier steht im Grunde genau der gleiche Binomialkoeffizient, nur ein bisschen komplizierter geschrieben. Und hier unten, also im Nenner, mache ich auch wieder diesen Trick hier, also ich ziehe auch wieder das b1 plus b2 geteilt durch n da raus und schreibe dann hier sozusagen b1 plus b2 minus 1 über n minus 1 und das Ganze steht da jetzt hier unten dann noch ein b1 plus b2 geteilt durch n. Das Ganze kann ich, weil es konstant ist, auch wieder aus der Summe rausziehen und weil es hier unten natürlich im Nenner steht, muss ich mit dem Kehrwert multiplizieren, also diesem n und diesem b1 plus b2 unten. Das heißt also, ich kann diesen ganzen Term hier durch den Trick hier oben, kann ich eben halt auch darstellen als diesen Term, wo ich hier diese Binomialkoeffizienten stehen habe und hier vor als Vorfaktor steht b1 durch b1 plus b2 mal n. Und jetzt ist es eben halt so, dass ich da die Summe auch wieder umsortieren kann. Also ich kann anstatt die Summe bei k gleich 1 beginnen zu lassen und bis b1 laufen zu lassen, kann ich die Summe bei k gleich 0 beginnen lassen und bis b minus b1 minus 1 laufen lassen und muss dafür dann natürlich, da wo das k auftritt, 1 drauf addieren, weil ich das ja hier abgezogen habe. Das heißt, hier steht jetzt b1 minus 1 über k anstatt k minus 1 und hier steht b2 über n minus 1 minus k anstatt k minus 1 und hier den Nenner habe ich wieder unangetastet gelassen. Und der Witz an der Sache ist, dass dieser Teil hier, dieser Term, der jetzt hier steht, das ist wieder die Massenfunktion einer hypergeometrischen Verteilung, aber jetzt eben halt mit nur b1 minus 1 roten Kugeln und b2 schwarzen Kugeln. Also hier steht im Grunde wieder die Massenfunktion einer hypergeometrischen Verteilung mit leicht anderen Parametern zwar, aber immerhin ist es noch eine hypergeometrische Verteilung und das wird halt aufsummiert von 0 bis b-1, über alle Ausprägungen der Zufallsvariable. Und da hatten wir schon ganz am Anfang überlegt, dass dieser Term hier also immer, wenn ich über sämtliche Werte der Zufallsvariable, sämtliche Ausprägungen der Zufallsvariable die Massenfunktion aufsummiere, dann muss das Ganze immer 1 sein. Das heißt also, dieser Term hier muss 1 ergeben, weil das hier, wie gesagt, die Massenfunktion einer leicht anders parametrisierten hypergeometrischen Verteilung ist, dann kann ich diesen Term hier auch weglassen und dann steht hier im Grunde nur noch, dass der Erwartungswert sich ergibt als n mal b1 durch b1 plus b2. Und das Ganze lässt sich auch relativ leicht intuitiv überlegen, was das hier bedeutet. B1 war ja die Anzahl roter Kugeln und b1 plus b2 ist die Anzahl Kugeln insgesamt, die ich in der Urne drin habe. Dieser Quotient b1 durch b1 plus b2 beschreibt also in gewisser Weise am Anfang die Wahrscheinlichkeit dafür, eine rote Kugel zu erwischen. Und das Ganze multipliziere ich wieder mit n. Das entspricht also im Grunde wieder dem
was wir bei der Binomialverteilung auch schon hatten, nämlich dem n mal p, nur jetzt eben halt in dieser anderen Parametrisierung, in der anderen Schreibweise nochmal aufgeschrieben. Und obwohl ich halt eine ganz andere Verteilung habe, nämlich jetzt eine hypergeometrische Verteilung, wo ich halt davon ausgehe, dass ich die Kugeln eben nicht zurücklege und sich damit die Wahrscheinlichkeit für eine rote und eine schwarze Kugel mit jedem Zug verändert, kriege ich für den Erwartungswert zumindest eben doch ein ganz ähnliches Ergebnis raus, nämlich dass der Erwartungswert sich ergibt als n mal p, wobei p eben die Wahrscheinlichkeit beschreibt, ganz am Anfang, wenn die Kugel noch unangetastet ist, eine rote Kugel zu erwischen oder einen Erfolg zu erzielen. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Wir betrachten mal einen Weinhändler. Und dieser Weinhändler versucht jetzt, seinen Kunden zu betrügen. Also der möchte diesem Kunden jetzt Wein liefern und der möchte den betrügen. Und zwar macht er das so, dass der halt 80 hochwertige Kisten mit Wein hat und dann mischt er halt auch 20 minderwertige Kisten mit Wein drunter. Also im LKW sind 100 Kisten drin, davon sind aber nur 80 der hochwertige Wein und der Weinhändler möchte eben für 100 Kisten jetzt den hochwertigen Preis abrechnen. Der Kunde öffnet bei Erhalt der Lieferung 5 Kisten und prüft den Wein. Und der Händler fragt sich jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er mit dem Schwindel durchkommt, beziehungsweise dass der Schwindel entdeckt wird und die Lieferung abgelehnt wird. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich unter diesen 5 Kisten, die ich öffne, mindestens eine minderwertige Kiste habe? Die Zufallsvariable x beschreibt jetzt die Anzahl gefundener Kisten mit minderwertigem Wein und dann ist x eben hypergeometrisch verteilt und zwar mit den Parametern b1, 20, das sind ja die 20 minderwertigen Kisten, die der Kunde erwischen will, dann 80 hochwertige Kisten Wein und ich mache 5 Versuche. Und die Wahrscheinlichkeit dafür genau 0 von diesen minderwertigen Kisten zu erwischen, ergibt sich dann eben halt über diesen Term 20 über 0. Das ist also die Anzahl Möglichkeiten aus 20 Kisten 0 auszuwählen, also aus den 20 minderwertigen Kisten 0 auszuwählen. Da gibt natürlich logischerweise genau eine Möglichkeit dafür. Und eben halt die Anzahl Möglichkeiten aus den 80 Kisten hochwertigen Wein genau 5 Kisten auszuwählen. Also alle 5 Kisten müssen halt aus dem hochwertigen stammen. Dafür gibt es etwa 24 verschiedene Möglichkeiten, 24 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Und das Ganze teilt man eben halt dann halt durch 100 über 5, also die Anzahl Möglichkeiten aus den 100 Kisten 5 auszuwählen. Dafür gibt es etwa 75 Millionen Möglichkeiten. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, genau 0 Kisten auszuwählen, 31%. Und die Umkehrwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit dafür, mindestens eine Kiste mit minderwertigem Wein auszuwählen, ist 68%, also das Gegenereignis dazu. Und in dem Fall wäre der Schwindel ja aufgedeckt, weil der Kunde beim Prüfen eben mindestens eine Kiste minderwertigen Wein entdeckt hat. Das sollte mit 68% Wahrscheinlichkeit noch relativ hoch. Das wird der Händler so in der Form wahrscheinlich nicht machen, sondern eben halt sein Mischungsverhältnis hier mit hochwertigen und minderwertigen Kisten wahrscheinlich zu seinen Gunsten verändern wollen. Wir könnten uns aber auch überlegen, was ist denn, wenn der Händler der Meinung wäre, er wäre ein geschickter Schwätzer. Also der Weinhändler denkt jetzt, er könnte den Kunden überzeugen, einen Fehler gemacht zu haben, falls dieser höchstens eine minderwertige Kiste entdeckt und somit doch noch seinen Bestand verkaufen zu können. Also wenn der Kunde jetzt nur eine Kiste mit minderwertigem Wein entdeckt, dann versucht der Händler einfach das Ganze wegzudiskutieren und auf die Dummheit des Käufers zu schieben. Und so versucht der Händler jetzt also die Wahrscheinlichkeiten zu seinen Gunsten zu vertauschen. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit für den Händler, erfolgreich verkaufen zu können? Also sozusagen jetzt im Experiment so, dass der Händler davon ausgeht, wenn der Kunde keine oder eine Kiste entdeckt, hat er halt quasi den Verkauf erfolgreich absolviert. Das heißt, wir betrachten noch die Wahrscheinlichkeit dafür, genau eine minderwertige Kiste zu finden. Und das ergibt sich wieder als 20 über 1, als die Anzahl Möglichkeiten aus den 20 minderwertigen Kisten eine auszuwählen. Und 80 über 4, also die Anzahl Möglichkeiten aus den 80 hochwertigen Kisten 4 auszuwählen. Dafür gibt es genau 31,6 Millionen Möglichkeiten. Und das Ganze geteilt durch die Anzahl Möglichkeiten aus 100 Kisten 5 auszuwählen, sind immer noch 75 Millionen Möglichkeiten. Und damit ist diese Wahrscheinlichkeit, genau eine minderwertige Kiste zu wählen, 42%. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, 0 oder eine minderwertige Kiste zu finden, ist also 73,95%. Und wenn der Händler der Meinung ist, er könnte in diesem Fall
den Verkauf noch erfolgreich abschließen, dann hat er also eine Chance von 73,95% unter 80 Kisten 20 minderwertige Weinkisten unterzujubeln und trotzdem noch erfolgreich verkaufen zu können. Gut, das war's auch schon wieder. Im nächsten Video möchte ich nochmal eine kurze Zusammenfassung machen über das, was wir so besprochen haben, noch ein paar Eigenschaften der geometrischen Verteilung durchdiskutieren und dann nochmal so einen Überblick und eine Zusammenfassung über die ganze Reihe machen oder den ganzen Teil, zweiten Teil der Reihe machen und den damit dann sozusagen abschließen. Für Fragen, Kommentare oder Anregungen bin ich immer offen, würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach was unter dem Video postet. Und ansonsten verbleibe ich erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!